Lieber Professor Rüther, lieber Joachim, ich freue mich, dass wir hier heute um 6 Uhr abends zusammen einmal über das Thema Schlaganfall und Herz sprechen. Du hast hier eine Riesenabteilung aufgebaut, aber vor allen Dingen das größte Schlaganfallnetzwerk hier in Norddeutschland. Gleichzeitig ist, glaube ich, die Behandlung des Schlaganfalls, so viel Fortschritte das auch gemacht hat, immer noch etwas, wo wir nicht ganz ohne Folgeschaden rausgehen. Und was uns zusammenbringt, ist da, glaube ich, dann die Vorbeugung. Ja, lieber Martin, vielen Dank für die freundlichen Worte und die Einführung. Neben mir sitzt Professor Martin Bergmann. Er ist der Chefarzt der kardiologischen Abteilung hier, die noch viel größer ist als die neurologische. Und er hat ein tolles Team. Und die Kardiologen, die sind ja darauf spezialisiert, dass sie ungewollte Löcher verschließen und verstopfte Löcher wieder öffnen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, da werden wir drauf eingehen. Und wir beide sind hier das Herz- und Hirn-Team. Das heißt, wir kümmern uns unter anderem eben um Patienten, die einen akuten Schlaganfall erlitten haben und wo die Ursache eben das Herz ist. Und darauf wollen wir uns jetzt in den nächsten 45 Minuten mit Ihnen fokussieren und Ihnen ein paar Details dazu erzählen. Vielleicht sollten wir zum Setup noch sagen, wir freuen uns über alle Fragen, die Sie hier über den Chat mit reinnehmen. Das beliebt das Ganze immer, aber wir haben natürlich auch Dias und Beiträge vorbereitet. Ich denke, wir fangen damit jetzt mal an. Genau. Und du hattest vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal damit anfangen, dass du nochmal schilderst, was ein Schlaganfall überhaupt ist, wie der entsteht und wie ihr den heutzutage behandelt. Ja. Also der Schlaganfall, ganz kurz dazu nur, ist ja ein Überbegriff, wie der Name schon sagt, Schlaganfall. Also schlagartig kommt es zu irgendeiner Funktionsstörung und das ist im Regelfall eine Halbseitenlähmung, eine Sprachstörung, eine Sehstörung. Und wenn das auftritt, muss man immer daran denken, dass zwei Dinge passiert sein können. Es kann ganz abrupt die Blutversorgung des Gehirns unterbrochen sein, zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel, das vom Herzen herkommt. Und dann entsteht eine Blutarmut, eine sogenannte Ischämie und ein ischämischer Schlaganfall, also eine Durchblutungsstörung. Und das macht 80% der Gesamtschlaganfälle aus. Und in den übrigen 20% kommt es zu einer Hirnblutung. Das heißt, bei der Hirnblutung zerreißt ein Gefäß oftmals aufgrund eines sehr hohen Blutdrucks kommt es dazu, das Gefäß zerreißt, das Blut ergießt sich ins Gehirn. Das ist dann der rote Schlaganfall. Im Volksmund sagt man das oft so im Gegensatz zum weißen Schlaganfall, wo es eben dazu kommt, dass das Blut nicht mehr ins Gewebe einströmt und das Gewebe sozusagen weiß ist. Das heißt, blass, da kommt kein Blut mehr hin. Und wir reden heute aber ganz ausschließlich über den ischämischen Schlaganfall, also den, der dadurch auftritt, dass ein Blutgerinnsel ein Gefäß verstopft. Das ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich wie ein Herzinfarkt. Da haben wir es nie mit einer Blutung zu tun, sondern immer mit einem Verschluss der Arterien, die eben dieses Herz versorgen. Vielleicht willst du kurz ein bisschen was zu erzählen, wie die Therapie eines akuten Schlaganfalls heutzutage aussieht und auch mit welchem Ergebnis du rechnest, wenn die Patienten dann die Klinik verlassen. Genau. Also wir sagen immer, time is brain. Das heißt, Zeit ist Gehirn. Das heißt, wenn ein akuter Schlaganfall auftritt, dann soll der Patient so rasch wie möglich ins Krankenhaus kommen. Und dann haben wir dort vor allen Dingen zwei therapeutische Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, mit einer Thrombolyse das Gefäß wieder zu eröffnen. Und wir haben die Möglichkeit, gegebenenfalls mit einem Katheter, und das machen dann die neuroradiologischen Kollegen, also die spezialisierten Radiologen, die gehen über die Leiste mit einem Katheter bis in die Hirngefäße und putzen das Gefäß dort wieder frei. Jetzt ist es aber bei weitem nicht so, dass bei jedem Schlaganfall solch eine Therapie in Frage käme. Üblicherweise ist das eine Therapie, die bei den Patienten in Frage kommt, die, wie ich das eben schon sagte, eine typische Lähmung haben, eine schwerwiegende Sprachstörung haben. Das sind die Patienten, bei denen eben ein größeres Gefäß verstopft ist und bei denen man diese Therapie dann eben zum Einsatz bringt. Und wie siehst du die Patienten, wenn die Klinik verlassen? Sind die vollkommen wiederhergestellt? Na, das hängt immer davon ab, wie groß ist das Blutgerinnsel, was das Gefäß verstopft hat und wie rasch ist es möglich gewesen, das Gefäß wieder zu eröffnen. Also wenn ein großes Blutgerinnsel ein großes Hirngefäß verschließt, dann bedeutet das immer, dass der Patient eine schwere Ausfallsymptomatik hat. Das heißt, er hat eine schwere Lähmung, eine schwere Sprachstörung.
Und da ist wirklich der Slogan Time is Praying ganz wichtig. Das heißt, je rascher der Patient in die Klinik kommt, je rascher wir mit dieser gerinnselauflösenden Therapie der Thrombolyse beginnen und je rascher dann im Anschluss das Gefäß wieder frei geputzt wird, desto besser ist die Prognose. Und man kann aber schon sagen, dass ja 40% der Patienten mit so einem Schlaganfall eben dann doch in eine weiterführende Rehabilitation müssen und eben doch auch Folgeschäden davon tragen. Das ist leider nicht häufig und es ist nicht selten. Und es ist leider auch so, dass der Schlaganfall auch heute natürlich immer noch eine lebensgefährliche Erkrankung ist. Und was uns da, glaube ich, zusammenbringt, ist deswegen die Vorsorge. Genau. Und wir haben uns einmal zusammengetragen, wer ist denn jetzt eigentlich gefährdet vom Schlaganfall? Und da gibt es zwei Gruppen von Patienten. Das eine sind Patienten, die meist älter, das beginnt so mit 60, 65 und nimmt dann zu. Viele Patienten werden ja inzwischen 80, 90 Jahre. Und da gibt es eine Herzerkrankung, die ganz häufig ist, das ist das sogenannte Vorhofflimmern. Dabei ist der Vorhof, also die Vorkammer des Herzens, nicht mehr mit einem regelmäßigen Herzschlag, sondern zittert nur noch so vor sich hin. Das hat meist für den Auswurf des Herzens gar nicht so die große Bedeutung. Man kann mit Vorhofflimmern gut alt werden. Das große Problem ist, wenn der Vorhof steht und nicht mehr sich bewegt, dann fließt das Blut da natürlich auch langsamer. Und wir können da immer 100 Jahre zurückgehen. Das ist die gute alte Virchow'sche Trias von Professor Virchow. War ja nicht, glaube ich, sogar Neurologe? Nee. Entschuldigung. Nein. Also, da gab es aber doch ganz wenige von. Ja. Also auf jeden Fall ist seitdem bekannt, dass es immer drei Gründe gibt, warum Blutgerinnung, Gerinnsel bildet. Das ist langsamer Blutfluss, turbulenter Blutfluss und eine veränderte Blutzusammensetzung. Und wer ist besonders gefährdet von Vorhofflimmern und den daraus resultierenden Blutgerinnseln? Das sind Patienten mit Bluthochdruck, auch eine Volkskrankheit. Da kann man sagen, bei über 80-jährigen Patienten beinahe die Hälfte betroffen, wenn man strenge Grenzwerte von 140 systolisch ansetzt. Vorhofflimmern selbst dann bei 30%. Das Problem ist, dass man leider das Vorhofflimmern, wenn man nicht bewusst danach sucht, und auch das ist schwierig, manchmal erst dann entdeckt, wenn der erste Schlaganfall aufkommt. Ich glaube, wenn ihr bei euch auf der Stroke Unit durchguckt, eine der Hauptdiagnostiken ist immer, hat der Patient Vorhofflimmern? Also bei 25% unserer Schlaganfallpatienten stellen wir erstmals fest, dass der Patient so ein Vorhofflimmern hat. Ne? Und du schreibst hier, ja, je älter der Patient ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er Vorhofflimmern hat oder bekommt. Aber vielleicht willst du kurz nochmal sagen, es ist ja bei weitem nicht so, dass es wirklich nur eine Erkrankung des älteren Menschen ist. Ne? Ich meine, es ist ja auch durchaus bei den 60- bis 70-Jährigen, die sind ja noch jung, sage ich mal, oftmals auch noch sehr aktiv im Leben, ja etwas, was man durchaus gar nicht so selten antrifft. Ja, also tatsächlich ist es so, wir können sogar noch jünger gehen, wenn wir bei Patienten sind, die so zwischen 50 und 60 Vorhofflimmern bekommen. Das sind tatsächlich Patienten, wo eine, sagen wir mal, elektrische Deisolierung irgendwie eingetreten ist im Vorhof. Das ist wirklich wie ein Stromkabel, wo vielleicht irgendwo ein kleines Isolierungsstück fehlt. Das nennen wir dann Lone Atrial Fibrillation, also ein Vorhofflimmern ohne weitere Risikofaktoren. Und das möchte ich heute so ein bisschen ausklammern, weil das ist wirklich eine Rhythmuserkrankung, wo wir vor allen Dingen auch nicht dieses Schlaganfallrisiko haben. Mhm. Also wir wissen, dass bei diesen jüngeren Patienten, die keine Begleiterkrankung haben, wo das Herz sonst völlig gesund ist, wir mit einer Ablation dann das Vorhofflimmern beseitigen können. Und das sind auch die Patienten, wo wir inzwischen diskutieren, ob man dann sogar die Blutverdünnung, auf die wir gleich noch kommen werden, auch dann absetzen kann. Ganz entgegen dessen ist, wir behandeln ja auch viele ältere Patienten, was den Rhythmus angeht, auch per Katheter. Bei diesen Patienten muss man aber immer ehrlich sagen, dass wir nicht umhinkommen, trotzdem, selbst wenn danach gut Sinusrhythmus besteht, eine Blutverdünnung zu machen. Die sind häufig dann manchmal unterbehandelt. Und wenn dann der Schlaganfall kommt und sie kommen zu dir auf die Stroke Unit, dann ärgert man sich rückblickend darüber, warum man das nicht konsequent durchgesetzt hat. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die beiden Gruppen, was wir heute darstellen wollen. Es gibt noch eine andere Gruppe von Schlaganfallpatienten mit einer verstopften Gefäß. Und das sind tatsächlich jüngere Patienten,
kleiner 60 Jahre. Früher haben wir das kryptogener Schlaganfall genannt. Das hörte sich immer ganz toll an und man konnte damit intellektuell glänzen. Leider bedeutet kryptogen nichts anderes als ich weiß nicht, was dahinter steckt. Und deswegen hat sich dann auch für Studienzwecke der etwas vielleicht treffendere Begriff durchgesetzt, Embolic Stroke, also EES, einer unbekannten Quelle, Unknown Source, wie ist heute alles Englisch, oder abgekürzt eben ESUS. Und auch da steckt häufig genug eine kardiologische Problematik dahinter, auf die wir eingehen werden. Kurz so als Stichwort, das ist das PFO. Das werden wir aber als zweites machen. Wir haben hier nochmal kurz zusammengestellt, was ist denn so gefährlich daran, wenn auf der linken Seite des Herzens, also entweder im linken Vorhof oder in der linken Herzkammer, ein Blutgerinnsel passiert. Dazu muss man sich einmal den Blutkreislauf nochmal klar machen. Das venöse, sauerstoffarme Blut wird im rechten Vorhof gesammelt, wandert dann in den rechte Herzkammer und wird von da aus in die Lunge transportiert. Soweit erinnert das vielleicht der ein oder andere aus Unterricht oder Selbstinteresse. Was häufig nicht viele wissen, ist, es entstehen ständig kleinere Blutgerinnsel in unserem venösen System, in den Beinen, im Bauch. Das Lungengefäßsystem ist extrem effizient, so kleinere Blutgerinnsel abzubauen und ohne Schäden und ohne Folge für den Körper dann also rauszufiltern. Größere Blutgerinnsel, das ist ein ganz anderes Thema. Da sprechen wir vom dem Stichwort Lungenembolie, ist heute nicht unser Thema. Das wird dann auch für die Lungen ein Problem. Auf der linken Seite des Herzens, das Blut fließt jetzt durch die Lunge, wird damit Sauerstoff angereichert und sammelt sich dann im linken Vorhof wieder. Von da aus fließt es in die linke Herzkammer und wird über die Hauptschlagader dann in den Körper gepumpt. Und hier ist kein Filter mehr. In dem Moment, wo ich hier auf der linken Seite ein Blutgerinnsel habe, kann ich Glück oder Pech haben. Glück bedeutet, das Blutgerinnsel wird von der linken Herzkammer in die Aorta gepumpt, fließt an den hirnzuführenden Gefäßen, das sind diese drei roten hier, vorbei, irgendwo in den Körper und verstopft da hoffentlich kein Gefäß, wird abgebaut. Manchmal verstopft es auch da ein Gefäß, dann haben wir einen Verschluss zum Beispiel der Beinarterien und da kommen dann unsere gefäßchirurgischen Kollegen an Stiel. Auch das kann manchmal ein erstes Zeichen für Vorhofflimmern sein. Dramatisch wird es eben, wenn dieses Blutgerinnsel, und das kann man nicht steuern, dann auf einmal den Weg hier in die Hirngefäße findet und da bleibt es dann eben irgendwo stecken und das Gehirn hat eben keine Doppelversorgung, natürlich genauso wenig wie das Herz. Wenn da ein Gefäß verstopft ist, dann merkt man das als Ausfall. Und womit wir uns im Rest des Abends beschäftigen wollen, ist, wie verhindern wir, dass hier im linken Herzen Blutgerinnsel entstehen? Und vielleicht nochmal, dieser jetzt dargestellte Weg, für wie viel Prozent der ischämischen Schlaganfälle siehst du den verantwortlich? Genau, das ist eben gar keine seltene Ursache, sondern da sind wir schon bei 20, ja bis zu 30% der Schlaganfälle, die dadurch ausgelöst werden. Also das ist eine richtige Hausnummer, das sind nicht wenige Patienten. Und bei den restlichen 70% denkst du wahrscheinlich an Karottesplatz? Nee, so häufig ist das gar nicht. Die restlichen 70% setzen sich zusammen mit 30% diese ESUS, also Embolic Stroke of Undetermined Source, also wo wir alle Untersuchungstechniken einsetzen, die Ursache aber nicht finden. Das kann auch immer noch vorflimmern. Und das kann dann ein nicht detektiertes, intermittierendes Vorflimmern sein. Das heißt also ein Vorflimmern, was immer nur zeitweise mal da ist und ausgerechnet dann, wenn man eine Langzeit-EKG durchführt, eben nicht. Deswegen kannst du gleich ja deine Smartwatch nochmal zeigen, ist das mit den Smartwatches eben auch so eine tolle Sache, dass man damit eben ein EKG aufzeichnen kann und eine Pulsüberwachung hat. Das ist wirklich eine sehr intelligente Geschichte. Und die anderen Patienten mit Schlaganfall, da ist die Ursache entweder eine Verkalkung der Halsschlagader oder aber auch Verkalkungen der kleinen Gefäße. Und das ist etwas, was natürlich auch mit dem Alter zunimmt, aber auch dann zunimmt, wenn man Diabetiker ist, wenn man hohe Blutfette hat, wenn man raucht und wenn man sich wenig bewegt und übergewichtig ist. Also ich würde das ja so zusammenfassen, 30% ist sicher kardiologisch oder kardial bedingt, ja. Weitere 30% sind möglicherweise auch noch kardial bedingt und profitieren von einer Vorsorge, dann sind wir schon bei 60%. Ja. Und deswegen kommen diese beiden Felder so eng zusammen. Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal im ersten Teil auf das Thema Vorhofflimmern konzentrieren,
dann kriege ich häufig genug, wenn wir über dieses Thema reden, die Frage, ja, was mache ich mit der eigentlichen Rhythmusstörung denn? Ich will ja nicht nur über Schlaganfallvorsorge reden. Da habe ich hier nochmal kurz dargestellt, also so sieht ein EKG eines Vorhofflimmerpatienten aus, nämlich ein unregelmäßiger Herzschlag. Der eine merkt den, interessanterweise jüngere Patienten merken das häufig stark und verlangen dann auch nach einer sogenannten Rhythmisierung. Also ich will auf jeden Fall wieder im Sinusrhythmus landen. Ältere Patienten merken davon häufig auch gar nichts. Und dann muss man wirklich überlegen, wie viel Aufwand will man treiben. Entweder über eine sogenannte Pulmonalvenenisolation, das ist ja eine elektrische Darstellung des linken Vorhofes. Hier sind die Lungenvenen und die sind hier isoliert, nennt man das. Also die haben keine Verbindung mehr zum Vorhof. Das lila Bereich ist elektrisch ist elektrisch gesund und kann dann wieder Sinusrhythmus machen. Die hier links aufgeführten Medikamente, wir gehen nochmal zurück. Unser Abend heißt ja eine Medikamente oder Schirmchen oder genau. Medikamente oder Katheter, kann man auch sagen. Hier in diesem Bereich der also sogenannten Rhythmuskontrolle setzen wir die ganzen Medikamente im Grunde nur noch sehr selten ein. Also Amiodaron versuchen wir zu vermeiden. Auch Flecainid ist nur noch ganz selten geworden. Da hat schon der Eingriff einen großen Anteil gewonnen. Und jetzt kommen wir zur Schlaganfallvorsorge und da gibt es ganz, ganz viel zusammenfassende Daten und das ist hier ein Schema, das wir unter Ärzten natürlich auch vorstellen. Ich habe aber gesagt, wir werden hier einige Zuhörer haben, die durchaus auf diesem Niveau sozusagen mitdenken können. Und wo nochmal dargestellt ist, wie groß ist das Schlaganfallrisiko und was können wir dann tatsächlich dafür machen? Also wie belastet ist der Patient durch sein Vorhofflimmern? AF kürzt also Vorhofflimmern ab und ein Score, also eine Risikoeinschätzung, die das ganze Feld Vorhofflimmern und Schlaganfall durchzieht, ist der sogenannte CHEDS-VASc-Score. Ich darf sagen, der ist, glaube ich, bei euch genauso verbreitet wie bei uns. Ja, wir haben es relativ einfach, denn wenn wir einen Schlaganfallpatienten haben, der Vorhofflimmern hat, dann bedeutet das für uns immer, dass das auch behandelt wird. Ne? Aber wir können anhand dieses Risikoscores können wir natürlich schon auch sehen, je höher der ist, desto höher ist das Risiko des Patienten, einen erneuten Schlaganfall zu bekommen. Und deswegen ist es durchaus so, dass wir auch mit diesem Score leben und der für uns wichtig ist. Und da haben wir ihn. Und da gehen verschiedene Parameter ein, Herzinsuffizienz, also die Herzschwäche, der Bluthochdruck, das Alter spielt eine Rolle. Ob man Diabetes hat, da sprachen wir eben schon drüber, ob man einen Schlaganfall hatte, dann gibt es gleich zwei Punkte. Und wenn man zwei Punkte in diesem Score hat, bedeutet das immer, dass man dann auch eine entsprechende Blutverdünnung durchführen sollte. Eine Gefäßerkrankung, da reden wir von dem Raucherbein, den Durchblutungsstörungen der Beine, der Schaufensterkrankheit, aber auch natürlich dem Herzinfarkt. Das Alter hier nochmal, jüngeres Alter von 75 bis 74 gibt einen Punkt, über 75 Jahre gibt zwei Punkte und das Geschlecht spielt auch eine Rolle. Und da kann man maximal 9 Punkte erreichen und es ist nicht selten, dass Patienten 6 Punkte haben und das bedeutet immerhin, dass die ein Risiko von etwa 10-12% pro Jahr haben, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Also wir reden hier schon von einer relevanten Anzahl von oder einem relevant hohen Risiko. Das Spannende ist, dass dieser CHEDS-VASc-Score, wenn man jetzt mal versucht, 2-5 Jahre im Voraus zu denken, ich denke, nicht mehr nur eine Bedeutung haben wird für Patienten, bei denen das Vorhofflimmern schon nachgewiesen ist, sondern wir kriegen immer mehr Informationen und Daten dazu, dass für jeden älteren Patienten oder für jeden Herzpatienten es möglicherweise lohnt sein kann, diesen Score zu bestimmen, weil zum Beispiel weitere Screening-Maßnahmen wie die von dir angesprochene Smartwatch, also die man dann irgendwie selber machen muss, aber auch andere handybasierte Screening-Formen umso mehr Sinn machen, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich Vorhofflimmern habe. Ja. Und ich denke, das wird also weit in die Routine reingreifen. Wir wissen auch jetzt schon, dass zum Beispiel ein herzinsuffizienter Patient, der einen höheren CHEDS-VASc-Score hat, also 3 oder 4, auch von einer Antikoagulation profitiert. Demgegenüber, das wollen wir aber nicht unterschlagen, steht dann, weil es ja um eine blutverdünnende Therapie geht, auch die Möglichkeit, das Blutungsrisiko zu kalkulieren. Und da soll ein Stichwort nicht ungenannt bleiben, das ist der sogenannte Hess-Bled-Score.
Und wenn man die gegenüberstellt, dann sieht man leider, dass verschiedene Parameter in beiden Seiten gleich ist. Also wenn wir den Bluthochdruck uns rausgreifen, dann ist es so, dass der Blutdruck eben einen Punkt bei der Schlaganfallseite gibt, aber er gibt, zumindest wenn er unkontrolliert ist, also über 160 ist, auch einen Punkt bei der Blutungsseite. Und das ist so ein bisschen, um die alten griechischen Sagen zu bemühen, also zwischen Skylla und Charybdis durchsegeln. Also einerseits mehr Blutung und andererseits weniger. Auch der Schlaganfall, der vorangegangene Schlaganfall, stellt leider ein erhöhteres Blutungsrisiko dar. Womit wir beim Thema auch des Abends wieder sind, nämlich sind denn blutverdünnende Medikamente wirklich für alle Patienten die beste Wahl oder brauchen wir nicht vielleicht auch noch Alternativen? Aber zunächst erstmal nochmal klar dargestellt, also für jeden männlichen Patienten mit einem Chest-Vest-Score über 2, du hattest es eben schon gesagt, oder einem weiblichen Patienten über 3, wird, so ist das hier rechts, empfohlen eine orale Antikoagulation. Dafür steht diese Abkürzung hier genannt. Das sind also die heutzutage 4 Medikamente, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch schon einnimmt. Das ist das Eliquis, das Xarelto, das Pradaxa oder das Lixiana. Alles Medikamente, die in den letzten 5 Jahren ihre Zulassung, zwölf Jahre. Richtig. Pradaxa. Ja, schon lange. Ne? Und die das Marcomar eben abgelöst haben, denn wir brauchen hier keine INR-Bestimmung mehr, haben weniger Hirnblutungen. Ja, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weswegen gerade wir Neurologen eigentlich die Anwender dieser NOACs, neue orale Antikoagulantien, also neue Blutverdünner der ersten Stunde waren, weil die Studien zu diesen Medikamenten gezeigt haben, dass sie auf der einen Seite, was die Verhinderung des Schlaganfalls anbelangt, genauso gut wirksam sind wie das alte Marcomar. Manchen ganz klein bisschen besser vielleicht noch. Aber vor allen Dingen eben zu sehr viel weniger Hirnblutungen führen. Es kommt zu einer 70-prozentigen Reduktion von Hirnblutungen unter diesen neuen Blutverdünnern. Und das ist natürlich ein ganz gewichtiger Grund für uns, dass wir diese neuen Medikamente schon seit ihrer Zulassung eben einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Entwicklung der letzten Jahre. Ja, und von kardiologischer Seite sind wir auch relativ früh, glaube ich, dabei gewesen. Zum einen, weil es immer sehr schwierig war, diesen Übergang zwischen Klinik und Praxis zu organisieren, wenn wir mit Marcomar angefangen haben. Da musste man im Grunde die Arbeit dann weitergeben. Und zum anderen haben wir ja immer eine Problematik gehabt, dass wir nicht selten genug das Krankheitsbild koronare Herzerkrankung, also Herzinfarkt, und Vorhofflimmern zu lösen hatten. Und für das eine braucht man eine Hemmung der Blutplättchen. Das darf man auch nicht miteinander vermixen. Das macht zwar auch eine gewisse Blutverdünnung, aber die gilt eben nur für das arterielle System, also das Schlagadersystem. Und für die Verhinderung des Schlaganfalls wiederum hilft uns Aspirin oder Clopidogrel, was so die typischen Medikamente sind, eben nur wenig. Und da brauchen wir die Blutverdünnung. Und wie die Kombination aussah, das war lange unklar. Und inzwischen wissen wir eben, dass die Kombination eines der sogenannten NOACs, also die, wo wir nicht mehr INR messen müssen, plus Clopidogrel, aber ohne ASS, eine sehr sichere Variante ist, Patienten mit Corona-Herzerkrankung und Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern gut zu behandeln. Das ist also die medikamentöse Seite. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich seit inzwischen auch 14 Jahren umtreibt, darf ich sagen. Vor 14 Jahren kam eine kleine Firma nach Deutschland in einige ausgewählte Zentren und sagte, wir haben da ein Schirmchen entwickelt und wir haben den Eindruck, das kann Schlaganfall verhindern. Und da waren viele, glaube ich, erstmal skeptisch und ich fand das gut. Aber man muss das natürlich beweisen. Was ist der Hintergrund? Wir hatten vorhin gesagt, dass Blutgerinnsel in der linken Herzhälfte, also linker Vorhof, vor allen Dingen das Problem sind. Und wo stecken diese Blutgerinnsel im linken Vorhof? Da gibt es eine kleine angeborene Aussackung, die keine Funktion mehr hat. Das ist das sogenannte linke Vorhofohr. Das ist tatsächlich wie ein Ohr denkbar. Wir sehen das hier. Und in diesem Ohr kommen auch wieder die Virchow'sche Trias zusammen, nämlich langsamer Blutfluss, turbulenter Blutfluss, weil hier so viele Trabekel sind und dann möglicherweise eine veränderte Blutzusammensetzung beim älteren Patienten. Und wir wissen inzwischen aus großen Ultraschalluntersuchungen, die im Rahmen von
Kardioversionen gemacht worden sind, also wo der Rhythmus per Elektroschock wiederhergestellt wird, dass weit über 90%, man spricht sogar von über 95% der Blutgerinnsel eben im Vorhofohr entstehen. Und das ist hier eigentlich ein Video. Wenn wir das zu starten bekommen, können Sie da unten mal draufklicken. Geht leider nicht. Gut, also sonst hätten wir also auch so ein Vorhofohr dann mal gesehen. Und was können wir mit diesem Vorhofohr machen? Wir können eben als Alternative zu den blutverdünnenden Medikamenten so also ein Schirmchen hier anbauen. Das ist hier mal in Großvergrößerung dargestellt. Die Schirme haben 5 verschiedene Größen und sind zwischen 20 und das größte Schirm ist 34 mm, also 3,4 Zentimeter. Die haben 2 Reihen von so kleinen Häkchen, die sehr, also ohne das Gewebe zu verletzen, sich dann verankern. Und diese weiße Oberfläche hier, das ist ein Gewebe, das so fein gewebt ist, dass kein Blutgerinnsel mehr, das dahinter entsteht, in den Kreislauf bekommt. Wir sehen hier gerade die Frage, was Trabekel sind. Das ist natürlich richtig. Das ist ein bisschen ein sehr medizinischer Begriff, der hier reingerutscht ist. Das sind die Faltungen, die es im Vorhofohr gibt, also Gewebefaltungen und damit einfach die Oberfläche da vergrößern und auch wieder dazu führen, dass es leider in dieser Struktur eben besonders viele tödliche oder schädliche Blutgerinnsel gibt, die dann entstehen. Und diese Schirmchen werden über den Zugang aus der Leiste im Herzen eingesetzt. Das ist hier einmal dargestellt. Ich bin hier in einem unserer Herzkatheterlabore mit einer dünnen Schleuse, die ist so 2,4 Millimeter breit. Wir stellen dann hier dieses Vorhofohr dar. Das ist bei jedem ein bisschen anders gebaut. Und können dann, das sind hier 3D-Ultraschallbilder, die wir tatsächlich live während dieser Eingriffe machen. Das ist der große Fortschritt der Kardiologie in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir praktisch den gleichen Blick auf das Herz haben wie ein Herzchirurg, der aber dafür eben das Herz aufschneiden muss. Und hier sind das einfach Ultraschallbilder aus der Speiseröhre, die hier einmal diese Struktur offen zeigen und dann hier mit dem Schirmchen verschlossen. Ist ja schon eine blutige Angelegenheit, wie man auf dem Bild davor gesehen hat, ne? Oder? Ist das nicht gefährlich? Tja, also tatsächlich ist es so, dass man auch mit deutlich weniger Rot arbeiten kann. Das ist also sozusagen ein bisschen persönlicher Stil. Woran liegt das? Tatsächlich ist die größte Gefahr bei dieser Sache nicht die Blutung, sondern wir bewegen uns im linken Vorhof und da ist eigentlich das Gefährlichste Luft. Denn wenn ich im linken Vorhof über dieses Kathetersystem, ich habe ja eine kontinuierliche Verbindung in den Außenraum, auf einmal ein Luftbläschen habe, dann macht das einen Schlaganfall. Da wärst du wieder im Spiel. Und wie kann ich das verhindern? Das kann ich dadurch verhindern, dass ich darauf achte, dass eben der ganze Katheter immer rückwärts, wir nennen das Backbleeding, also Rückwärtsblutung, mit Blut gefüllt ist. Dann kann ich das eben zuverlässig verhindern. Ja. Und deswegen sieht man da so ganz, ganz wenig. Das sind nicht mehr als 2-3 Milliliter Blut, die aber natürlich beeindruckend aussehen. Da stimme ich dir völlig zu. Wo steht dieses Feld? Das hat tatsächlich eine riesen Entwicklung genommen. Wir haben links einmal die beiden Systeme, wo wir inzwischen bei weit über nicht nur 10.000, sondern 100.000 Patienten weltweit sind, die in Untersuchungen, also nicht noch nicht mal in der Routine, sondern in Untersuchungen damit versorgt worden sind. Es kommen auch immer wieder neue Systeme dazu. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen sehr speziell. Und es gab früher immer die Diskussion, wie muss ich das denn nachbehandeln? Auch da gibt es inzwischen eine Klarheit. Wir kommen nämlich ganz einfach aus mit diesen beiden Blutplättchenhämmer. Wir brauchen also wirklich von Anfang an keine Blutverdünnung mehr danach, weil, um das vorwegzunehmen, für wen kommt dieser Eingriff aktuell in Frage? Entweder Patienten, die wir in Studien einschließen. Da arbeiten wir zusammen bei Patienten mit Hirnblutung, bei Patienten, die, wo wir direkt miteinander die beiden Medikamente vergleichen. Und in der Routine kommt es im Moment bei den Patienten zum Einsatz, die eben aus irgendwelchen Gründen, weil sie eine Darmblutung gehabt haben oder weil an anderer Stelle jemand gesagt hat, also eine dauerhafte Blutverdünnung kommt nicht in Frage. Es gibt immer wieder das Thema Sturzrisiko.
weiß nicht, da kannst du aus neurologischer Perspektive sicherlich was zu sagen. Das sind ja nicht immer einfache Fragen, was das Beste für den Patienten ist. Und deswegen gibt es bei uns hier in Altona das sogenannte Herz-Hirn-Board. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig, die Kardiologen und die Neurologen, um komplizierte Fälle zu besprechen. Und das wäre so ein typischer Fall für ein Herz-Hirn-Board, wo wir Neurologen sagen, wir haben hier einen Patienten, der hatte eine Hirnblutung. Und es gibt ganz spezielle Formen von Hirnblutung, das Amyloid-Angiopathie, das ist eine Erkrankung, bei der sich Eiweißstoffe in die Gefäßwände einlagern und dazu führen, dass die Gefäße brüchig werden und dass es dann immer wieder zu kleinen Blutungen führen kann. Und wenn diese Patienten, die nicht selten Vorhofflimmern haben, wenn die dann also den Bedarf daran haben, dass man das Blut verdünnt, dann kann man sich vorstellen, dass bei einem Patienten mit einer Blutverdünnung, der immer wieder solche Hirnblutungen aufweist, dass es dann auch durchaus mal eine sehr, sehr schwere und tödlich endende Hirnblutung geben kann. Und das sind zum Beispiel ganz bevorzugt solche Patienten, wo wir eben dann in unserem Herz-Hirn-Board gemeinsam entscheiden, das ist der optimale Patient, bei dem eben solch ein Vorhofaufverschluss durchgeführt werden sollte. Ich denke, wir gehen einen Schritt weiter, weil wer hier aufmerksam zugehört hat, wird, wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, feststellen, dass eben der Nachweis von Vorhofflimmern, bevor der erste Schlaganfall auftritt, eigentlich die große Lücke ist. Wir können in dem Moment, wo wir Vorhofflimmern nachgewiesen haben und wissen, der Patient ist vom Schlaganfall gefährdet, sehr gut therapieren, ob mit Medikamenten oder mit Schirmchen. Das muss individuell festgelegt werden. Aber wie entdecken wir Vorhofflimmern? Und da ist es wirklich sehr, sehr spannend, dass ein Kollege aus Ulm zusammen mit den Münchner Kollegen vom Deutschen Herzzentrum jetzt vor kurzem bei unserem weltweit inzwischen größten Herzkongress, dem Europäischen Kongress für Kardiologie, eine Studie vorgestellt hat, die möglicherweise das Feld wirklich weiter verändern wird. Hier sind insgesamt 67.000 Krankenkassenpatienten angeschrieben worden und die wurden ausgesucht nach den hier uns links dargestellten Kriterien. Also sie waren zwischen 50 und 90 Jahre alt. Man hat diesen CHEDS-VASc kalkuliert, ohne dass sie nachgewiesenes Vorhofflimmern hatten. Und der war erhöht und hat dann ihnen eine App auf das Handy installiert oder sie haben sich das selbst installiert, da gab es keinen direkten Kontakt, das war alles telefonisch oder per Ring, wo man, und den Gedanken finde ich eigentlich genial, nicht jetzt sagt, ihr müsst euch alle eine Smartwatch kaufen, sondern man hat die Kamera des Handys genutzt. Und zwar ging das sowohl für Apple als auch für Samsung-Geräte. Und die kann plethysmografisch über den Blutfluss, der mit jedem Herzschlag in die Fingerbeere kommt, tatsächlich den Herzrhythmus übergeben. Und wenn da eine Auffälligkeit war, dann hat man einen 14-Tage-EKG-Rekorder den Patienten zugeschickt und geguckt, was dabei rausgekommen ist. Und um das dann auswerten zu können, hat man eben zwei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe hat die normale Versorgung bekommen, die wir als auch niedergelassene Kardiologen und wir als Klinik leisten können. Und die andere hat diese Versorgung bekommen. Und man sieht, wie viel mehr Vorhofflimmern auf diese Weise nachgewiesen werden konnte, nämlich praktisch doppelt so viel. Und wenn man weiß, dass viele dieser Patienten sonst bei dir als erstes in das Druckunit gelandet wären, nämlich mit ihrem ersten Schlaganfall, dann ist das, finde ich, ein ganz tolles Ergebnis, das die Richtung vorweist. Also nochmal die rote Kurve, das waren immer die mit dieser App plus dann der 14-Tage-EKG-Recording nachgewiesen worden. Das Ganze lief nur über 6 Monate und schon nach 6 Monaten konnte man halt nachweisen. Man muss grundsätzlich sagen, Vorhofflimmern bleibt eine in der Altersgruppe jetzt auch für 6 Monate nicht so häufige Geschichte, denn am Ende waren es 17 Patienten von 2600, die eben normal versorgt Vorhofflimmern nachgewiesen hatten und 38 von 2800, die das nicht hatten. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von solchen Ansätzen. Es gibt auch die sogenannte Apple Heart Study, die hat völlig unselektioniert, also auch viele junge Patienten, man sieht das hier in der dritten Zeile, also mittleres Alter war da 41 Jahre, die haben natürlich noch viel weniger Vorhofflimmern entdeckt, aber man kann sagen, dass eben auch diese Sachen gut funktionieren, also wenn da eine Auffälligkeit ist, dann ist das weiter. Und ich glaube, wir werden in diesem Feld eine ganze Reihe von Innovationen sehen über die nächsten Jahre, die
uns allen in der Vorsorge, die sich dafür interessieren, glaube ich, das Leben ein bisschen einfacher macht. Also zweifelsohne und vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, man muss das ja so verstehen, dass wenn das Vorhofflimmern nachgewiesen wurde, das für viele Patienten bedeutet, dass dann überhaupt erst eine medikamentöse Vorbeugung eben begonnen werden konnte, die sie vor einem Schlaganfall schützt. Wenn man es nicht weiß, dann kann man jederzeit sozusagen von dem Schlaganfall überrascht werden. Aber wenn man das Vorhofflimmern nachweist als ein Risikofaktor, der eben ganz, ganz häufig zum Schlaganfall führt, dann ist das natürlich eine großartige Sache, wenn man es auf so eine relativ einfache Art und Weise halt eben feststellen kann. Bin sicher, dass das für die Zukunft eine große Bedeutung hat. Pragmatisch könnte man natürlich auch sagen, naja, ich kalkuliere den Scherzbesk und wenn der bei mir 3 oder 4 ist, dann fange ich mal an, Noax einzunehmen. Was hältst du davon? Nein, dafür haben wir keine Studienlage. Bin ich nicht der Meinung, dass man das jetzt schon so machen kann. Ich bin da auch sehr skeptisch. Es gibt sogar, glaube ich, einzelne Daten. Und ganz klar ist es so, wenn ich völlig unselektioniert anfange, eine Blutverdünnung einzunehmen, ist das Risiko der Blutung, das ich damit unzweifelhaft in Kauf nehme, leider größer als das Risiko an Schlaganfall, was ich verhindere. Genau. Das heißt, es wird auf absehbare Zeit kein Weg daran vorbeiführen, dass wir wirklich diese effektive Therapie erst dann zum Einsatz bringen können, wenn wir diesen Nachweis haben. So, jetzt haben wir noch vielleicht 5 Minuten, um das zweite große Thema anzugehen, das wir schon am Anfang hatten. Und das ist eben der Schlaganfall im jüngeren Alter, ohne dass wir irgendwas nachweisen können. Also wir reden von Patienten von unter 60 Jahren. Und dieses Bild muss ich vielleicht als Kardiologe so ein bisschen erklären, denn das ist wieder ein Ultraschallbild. Wir sehen hier einmal hier den rechten Vorhof und dann den linken Vorhof. Und dann sieht man hier eine kleine Membran, die den Blutfluss normalerweise voneinander trennt. Und hier auf der rechten Seite sieht man, wie hier über so einen kleinen Tunnel zwischen hier wieder rechter Vorhof, da linker Vorhof, Blut hier rüber fließt. Und das ist natürlich, da kann nicht nur Blut sein, sondern wer aufgepasst hat, hat mitgekriegt, ne, es entstehen die ganze Zeit Blutgerinnsel im Körpersystem, die normalerweise von der Lunge weggefiltert werden. Aber wenn diese Verbindung hier existiert, und das ist eben das sogenannte persistierende Foramen ovale, Foramen, wer ein bisschen Latein kann, sagt, übersetzt das mit Loch. Eigentlich ist es kein Loch, sondern es ist ein Tunnel. Und über diesen Tunnel kann eben ein Blutgerinnsel von rechts nach links kommen und dann einen Schlaganfall hervorsehen. Vielleicht willst du kurz sagen, wie wir hier in der... Ja, vielleicht machen wir kurz weiter. Ich glaube, wir hatten ja auch nochmal ein ganz schönes Bild, was eben zeigt, es ist eben in der Tat kein Loch, sondern es sind so zwei bindegewebige Scheiben, die sozusagen eben nicht verklebt sind und eben solch einen Tunnel bilden. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten, wie das in einem Zusammenhang stehen kann mit einem Schlaganfall. Eben einmal dadurch, dass wenn sich ein Blutgerinnsel in den Beinvenen bildet, dass dieses kleine Blutgerinnsel eben dann gegebenenfalls nicht in der Lunge hängen bleibt, wie wir das eben gehört haben, sondern über das Loch, über den Tunnel hinweg eben dann ins linke Herz und dann ins Gehirn kommen kann und einen Schlaganfall auslöst. Vielleicht auch dadurch, dass in diesem Tunnel, wo eben dann auch wieder das Blut langsam fließt und wo Turbulenzen auftreten, dass eben auch in dem Tunnel selbst ein Gerinnsel auftreten kann. Ich habe hier mal so ein typisches Beispiel eines Sportlers. Das war ein Triathlet, also ein Supersportler sozusagen, kerngesund und hochleistungsfähig, der in der Schweiz an einem Wettkampf teilgenommen hat. Das heißt, er war extrem erschöpft danach und hat wenig getrunken, war exigiert, also ausgetrocknet und hat dann 10 Stunden im Zug gesessen. Das heißt, er hat lange gesessen und das bot dann die Gelegenheit in seinem Körper, dass eben in den Beinvenen, die gewohnt waren, dass dort Bewegung ist und das Blut rausgepumpt wird, dass das Blut dort stand und dass sich dort ein Gerinnsel gebildet hat. Und das Gerinnsel ist eben dann nach langem Sitzen und nachdem er ein großes Gepäckstück, seinen Rucksack aus dem Gepäckfach oben geholt hat, und das bedeutet immer, dass man sich anstrengt und dadurch der Druck im Brustkorb erhöht wird. Und wenn der Druck im Brustkorb erhöht wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal größer, dass das zurückfließende Blut vom rechten ins linke Herz gerät. Und er hat dann diesen Schlaganfall bekommen. Und das ist das, was man hier sieht. Jetzt zurück nochmal kurz. Was man hier vorne sieht, dieser weiße Fleck hier vorne, er hatte eine Sprachstörung und kam dann in die Klinik. Er,
hat dann, weil eine Lähmung und eine Sprachstörung bestand, dann eine Thrombolyse erhalten, also ein gerinnselauflösendes Medikament, und hatte dann großes Glück, dass insgesamt von dem Schlaganfall nicht zurückgeblieben ist. Und das ist eben ein kerngesunder junger Mann gewesen, bei dem wir keine anderweitige Schlaganfallursache gefunden haben, außer eben ein offenes Foramen Ovale oder PFO, wie wir es abkürzen. Und für den Neurologen ist es immer ganz wichtig, dass er sich Schlaganfallmuster anschaut. Und Sie haben eben ein Muster gesehen bei diesem Triathleten, wo eben so ein keilförmiger Schlaganfall aufgetreten ist. Das sieht man hier nochmal auf dem linken Bild. Da steht unten drunter kardioembolygen. Das heißt, das ist ein Schlaganfall, der vom Herzen her rührt. Hier hat sich im Herzen ein Gerinnsel gebildet, hat ein großes Hirngefäß verschlossen und zu diesem großen Schlaganfall geführt. Und wenn wir solche Muster sehen, dann wissen wir, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das vom Herzen kommt. Wenn wir solche Muster sehen, hier solche perlschnurartig aufgereihten Durchblutungsstörungen, dann steckt dort immer ein Verschluss oder eine hochgradige Verengung der Halsschlagader dahinter. Und wenn wir solche Muster sehen, dann wissen wir, das ist ein typischer Befund, wo ein Patient, ein Diabetiker, der vielleicht noch zusätzlich viel geraucht hat, eben kleine, verstopfte, verkalkte Gefäße hat. Und das ist für uns immer eine große Hilfe, denn wir können sagen, okay, bei diesem Muster müssen wir immer nach Schlaganfallursachen suchen. Und bei jungen Schlaganfallpatienten finden wir dann gar nicht mal so selten eben so ein offenes Foramen Ovale. Wobei, wenn ich das korrigieren darf, wir finden das dann ja. Gut. Oder? In der guten Zusammenarbeit mit den Kardiologen, die führen dann natürlich eine sogenannte Schluck-Echo-Untersuchung durch und die finden das dann ganz genau. Ja, es gehen nicht unerhebliche Ressourcen in dieses Mittel, klar, aber ist richtig, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben den Ehrgeiz hier gemeinsam, dass keiner mit Schlaganfall hier die Klinik verlässt, ohne dass wir zumindest einen Anhalt dafür haben, welche Ursache das ist. Ist es Vorhofflimmern, ist es ein PFO? Und das überspringen wir jetzt hier mal. Das Problem beim PFO ist, dass wenn wir unkritisch nachgucken würden und wir sagen, wir nehmen 100 Patienten, egal welchen Alters, dann finden wir bei 20-25% der Patienten tatsächlich ein PFO. Und bei vielen führt es eben zu gar keinem Problem. Und, im Gegenteil, ne? Der PFO-Patient, der kann den Ironman gewinnen. Das hat mit der Funktionstüchtigkeit des Gehirns überhaupt gar nichts zu tun. Genau. Aber es ist eben ein Loch. Und wenn eben die Dinge so zusammenkommen, wie wir das hier vorne gesehen haben, wenn sich ein Gerinnsel in den Beinvenen bildet und das dann eben hochwandert und durch den Tunnel hier das PFO ins Gehirn kommt, und dann ist eben die Gefahr, dann ist ein Schlaganfall aufgetreten. Ne? Und wenn wir bei jüngeren Schlaganfallpatienten unter 50 Jahren, auch unter 60 Jahren, eben schauen, wie häufig haben die denn jetzt eigentlich so ein PFO, so ein Loch? Und dann ist das schon sehr viel höher. Dann sind das keine 20-25% mehr, sondern dann sind das bis zu 60%. Und das ist natürlich auch ein gewisser Hinweis darauf, dass offensichtlich dieses Loch dort im Herzen eine gewisse Bedeutung spielt für die Schlaganfallursache. Und um es jetzt kurz zu machen, das Spannende ist natürlich, das müssen wir nicht weiter so hinnehmen, der Patient, der einen Schlaganfall hat, und bei dem wir dann ein PFO nachweisen. Beides muss zusammenkommen. Ich kriege auch immer wieder Patienten vorgestellt, wo ohne Nachweis im CT oder MRT einer Durchblutungsstörung man auf einem oder anderen Grund ein PFO nachgewiesen hat. Die haben vielleicht eine TIA gehabt, aber die haben auch anderes gehabt. Da muss man immer sagen, das sind Patienten, die würden wir weiter beobachten. Aber die, die so einen Schlaganfall gehabt haben, wie du es eben gezeigt haben, denen können wir eben anbieten, so ein Schirmchen einzusetzen. Das ist hier einmal dargestellt. Das ist eine der moderneren Varianten, die sehr flach sind, die mit Gewebe überzogen sind. Und dieses Schirmchen kann im Katheter verpackt werden. Das kann ganz eng zusammengefasst werden. Und dann wird der eine Teil des Schirms auf der linken Seite des Herzens freigesetzt, der andere Teil des Schirmchens auf der rechten Seite. Und diese Verbindung sorgt dann dafür, dass das da hängen bleibt. Und dann wächst über so 3 bis 6 Monate dieser Tunnel, diese beiden Blätter zusammen. Das kommt durchaus auch nicht nur, weil die Schirmchen da sind, sondern weil auch dieser Steg einen kontinuierlichen Reiz darstellt, der Narbengewebe macht. Und dann ist das wie bei den übrigen Patienten eben auch komplett verschlossen. Und wir wissen inzwischen, und deswegen ist das auch in unseren gemeinsamen neurologischen und kardiologischen Leitlinien inzwischen verankert, dass tatsächlich eben der Einbau so eines Schirms das Risiko eines weiteren Schlaganfalls
um mehr als die Hälfte senkt bei diesem Patienten. Das wird natürlich nie null, aber es ist eben doch recht runter. Und das sind, wenn ich das so sagen darf, Daten aus 2017. Das heißt also schon ein bisschen älter. Wer sich fragt, mit welchem Risiko kommt das denn einher, den kann ich da ein bisschen beruhigen. Wir können nie sagen, dass unsere Kathetereingriffe risikofrei zu haben sind. Das kann immer anders laufen, als man denkt. Aber wir sind, was ernsthafte langfristige Risiken angeht, inzwischen deutlich unter 1% bei diesen Eingriffen. Und da ist der Nutzen dann natürlich gerade bei diesen Vorsorgesachen, das gilt für den Vorhofohrverschluss wie auch für den PFO-Verschluss, doch sehr eindeutig zugunsten des Nutzens verschoben. Genau. Und vielleicht ein Punkt noch aus neurologischer Sicht. Wir reden natürlich schon prinzipiell von einem komplexen Eingriff, der aber in der Hand des erfahrenen Kardiologen natürlich sehr gut zu handhaben und zu handeln ist. Und so etwas lässt man nicht in einer Abteilung machen, die das zweimal im Jahr macht, sondern das lässt man in einer Abteilung machen, wo eben wirklich sehr viel Expertise besteht, wo sowas regelmäßig durchgeführt wird. Und das ist ja auch bekanntermaßen dann ein Punkt, der dazu führt, dass das Risiko doch sehr, sehr gering ist. Ne? Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ja. Und vielleicht abschließend nochmal kurz. Wir machen uns diese Entscheidung, dem Patienten zu solch einem Verschluss des PFOs zu raten, nicht leicht. Auch das sind Dinge, die in unserer Herz-Hirn-Besprechung eben thematisiert werden. Und es gibt auch hier wieder einen Score, der uns ein bisschen erlaubt zu sagen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schlaganfall wirklich etwas mit diesem PFO, diesem Tunnel, dem offenen Tunnel zu tun hat? Oder gibt es denn nicht auch noch andere Ursachen dafür? Und da ist es ganz klar so, dass je älter der Patient ist und je mehr Risikofaktoren er hat, also wenn er einen hohen und vielleicht sogar noch schlecht eingestellten Bluthochdruck hat, wenn er Raucher ist, wenn er Diabetiker ist, wenn er früher schon mal einen anderen Schlaganfall hatte, dann sind das alles Dinge, die eben die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass er nicht nur ein offenes Foramen-Oval hat, sondern eben auch andere Schlaganfallursachen noch in Frage kommen können. Und das muss man eben dann ganz genau gegeneinander abwägen, ob man dem Patienten etwas Gutes tut. Aber man kann vielleicht ganz allgemein sagen, je jünger der Patient ist und je gesünder der Patient ist und je weniger Risikofaktoren er hat, desto eher sollte man ihm eben zu solch einem Verschluss des offenen Foramen-Ovale raten. Gut, ich glaube, wir sind schon beinahe ans Ende gekommen. Das sollte eigentlich ein gemeinsames Dia werden. Entschuldigung, wenn ich mich hier gleich mal wieder vordränge. Alles gut. Aber wer noch Fragen hat jetzt speziell zu diesen Eingriffen, der kann sich gerne hier wenden. Ansonsten würde ich jetzt meine Hand von dem Laptop hier runternehmen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Joachim, es war ein großer Spaß mit dir, das hier zu diskutieren. Sehr gut. Und ich hoffe, dass die Zuschauer auch möglichst viel mitgenommen haben, dass wir viele Fragen beantworten konnten. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie finden auch meine E-Mail-Adresse auf der Homepage Asklepios Altona. Schicken Sie gerne eine E-Mail und wir beantworten Ihre Fragen sehr gerne. Wir haben hier noch die Frage, ob wir Fragen im Chat haben. Das ist im Moment aktuell nicht der Fall. Und damit können wir, glaube ich, die Aufzeichnung beenden.